Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben uns jetzt ein Rohr hier hochgelegt, mit dem wir das Ferroseisengelöt, was wir da ganz unten produzieren, also was wir hier produzieren, theoretisch noch hier produzieren, das ist ja sowieso noch alles ein bisschen, naja, wackelig. Ja, das müssten wir dann quasi von dem Bahnhof oder zu diesem Bahnhof liefern und von diesem Bahnhof abholen und dann hier oben an diesem Bahnhof mit hinliefern lassen. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir hier zwei Züge gleichzeitig mit am Bahnhof fahren wollen können. Das heißt, wir müssen hier oben noch ein Signal setzen, damit dann immer ein Zug hier noch in die Schleife mit reinfahren kann, hier wartet und wenn der Zug weg ist, dann da dran fährt und wegfährt. So, das müssen wir dann noch regeln. Das sind so zwei, drei Kleinigkeiten, die wir jetzt machen müssen. Signale habe ich noch ein paar in der Tasche, einen Zug habe ich nicht und ich habe auch keinen Waggon dafür. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen dran arbeiten, aber das kriegen wir hin. Damit wir die Flüssigkeit da unten abliefern können, anliefern können und dann auch hier oben haben. Eigentlich, ja gut, ich müsste dann zwischendurch mal einmal mich auskotzen und genügend Eisenerz mitnehmen aus der Eisenerzproduktion. So, wir gehen erstmal zum Bahnhof, setzen oben das Signal hin. Ja, brauchen ja erstmal einen Waggon und einen Wagen bloß. Einen Waggon und einen, eine Lok. Das langt ja dahin. So, dann ein Signal. Hier oben hingesetzt, ne, damit dann hier, wenn der Zug hier eingefahren ist, hier immer noch einer drin stehen kann und so. Ihr wisst ja. So, was mir noch eingefallen ist, aber was dann leider nicht mehr passt, schade eigentlich, ist, ich hätte gerne eigentlich auf die eine Länge den Kanister hier gesetzt, aber das passt ja hinten beim letzten Waggon nicht mehr, deswegen muss der ja hier oben sein. Leider. So, gut, das erstmal zu dem. Dann ist das hier oben schon mal geregelt. Und der Zug kann dann, naja, der wartet dann auf den anderen. Also da werden jetzt dann ein bisschen warterig, aber das ist nicht weiter schlimm. Das soll dann nicht so doll sein oder so sehr stören. So, da kommt jetzt gerade ein Zug angeflogen. So, dann gehen wir mal hier rein und holen wir hier schon mal, hier habe ich nämlich irgendwo schon mal eine Kiste gemacht, die Eisenerz absammelt. So, hier, da habe ich nämlich schon mal einmal Eisenerz gesammelt. Der schubst das dann nämlich ganz gut da rein. Ja, dann lasse ich den mal auch nochmal schubsen hier. Das soll ich schon mal einmal dann. Ich muss schon mal ein bisschen was mitnehmen nach da unten hin. Wenn die Produktion schon wieder startet. Also da haben wir immer noch, sagen wir mal, Mangel an Mineral Sludge. Da müssen wir unbedingt dran, aber das kommt dann in den Folgewochen. So, dann können wir jetzt hier mal. Sage ich mal, machen wir mal hier so einen Puffer, der eigentlich, also wenn ich den einmal voll gemacht habe, durchaus sehr gut mit dem Eisenerz hier umgehen sollte. Und dann machen wir da eine Stromverbindung hin und machen wir da noch eine hin. Dann ist hier auch alles elektrifiziert. So, und dann nehmen wir das da rein. Und dann können die nämlich schon wieder produzieren hier mit dem Material. Ja. Da ist ja auch genügend von da. Und von dem, was brauchen wir hier? Hydrochlorid brauchen wir hier, ne? Ja, da ist ja genügend von da. Also, das sieht erstmal schon mal ganz gut aus. So, dann produzieren die nämlich ab. Und dann kann ich hier jetzt den Flüssigkeitsbahnhof hinlegen. Und da brauche ich ja jetzt auch erstmal nur zwei Pümpchen. Die quasi dann hier reinpumpen in den Zug. Wie ist das denn? Habe ich den da? Gehen die wirklich andersrum da oben, die Pumpen? Ja, müssen sie. Gut. Die denn hier reinpumpen in den Zug. Wo sind sie denn? Und da können wir ja auch mit Tanks arbeiten hier. Können wir hier einen Tank machen und da daneben gleich einen. Und dann kommt hier eine Pumpe und noch eine hin. So. Das ist natürlich jetzt zu nah dran. Das war natürlich auch wieder klar. Ja, doch. Gehen. Vita-Tank, wo ist er hin? Ah. So, der ist ja noch untereinander verbunden. Das heißt also, da können wir jetzt dann getrost erstmal darüber laufen. Und gucken, wo wir da ankommen. Vielleicht können wir den noch direkt am Tank anschließen. Naja, wäre jetzt so schön gewesen, aber fast. So. Dann läuft das jetzt erstmal dahin. Zu dem Tank.
Und wenn dann hier ein Zug ist, der quasi mit einem Flüssigkeitstransfer ankommt, dann kann hier auch eine Pumpe das reinpumpen. So, jetzt könnte man theoretisch hier noch eine Pumpe dazwischen setzen, dass die das nach da abtransportiert. Aber also dass dann quasi das hier leer gesaugt wird, dieser Pufferspeicher, und da dann hinten dann alles in den Zug, im Zug zur Verfügung steht. Aber ja, gut, das sind dann so Kleinigkeiten. Ich nehme mal hier die Rohre noch mit, wenn ich sie schon mitnehmen kann. Und ja, apropos die Rohre mitnehmen, ich wollte ja jetzt hier den Puffer ein bisschen voller machen. Das heißt, ich muss jetzt mal ganz kurz da mich ein bisschen erleichtern hier. Und damit ich Eisenerz holen kann. Aus den Kisten da oben. Damit hier unten erstmal produziert wird. Dann liegt da schon mal ein bisschen Material da. Und alles ist toll und alles ist tuffig. So, und dann müssen wir nochmal gucken, was wir brauchen für die. Ja, ist jetzt nicht allzu viel, was wir haben. Aber es ist immerhin schon mal was. Und da müssen wir dann halt darauf achten, dass wir das ein bisschen voller kriegen dort. Naja, wie gesagt, das muss hier. Das Material muss fließen in Massen. So, hier ist nochmal alles verarbeitet. Zack, kriegst du noch ein bisschen mit. Wie gesagt, also da geht jetzt ein bisschen noch was rein hier. Aber über das verbraucht haben, dauert vielleicht noch ein bisschen. Hoffe ich zumindest. So, nehmen wir das wieder mit. Da müssen wir auch mal wieder das eigentlich da in die Kisten einsortieren, wo es hingehört. So, jetzt brauche ich einen Zug nach nirgendwo und einen Waggon Fluid. So, dazu brauche ich rote Chips und 20 Motoren. Motoren, 20 Stück. Jetzt kriegen wir hin. Guck mal, hier haben wir noch ein paar, so. Aber die roten Chips, das kriege ich jetzt nicht hin, weil mir fehlen Transistoren. Solder fehlt mir. Solder off the shoulder. Nee, da nicht mehr. Ah, nee, wirklich nicht mehr. Da auch nicht mehr. Aluminium drin und Kunststoff. Müssen wir alles mal. Also hier sind überall diese Kisten rumstehen, das ist schon echt geckig, ne? Ursprünglich hätte ich mal vor die ersten paar. Ist auch kein Zoller dran, ne? Nee. Gut, alles klar. Dann wandern wir wieder ab. Nach oben. Und suchen uns da den Zoller. Auch kein Problem. Kriegen wir ja. Dann müssen wir die Lok machen und dann können wir nämlich dann mal gucken. Dann müsste nämlich dann früher oder später müsste dann ja eigentlich, oder relativ schnell müsste dann ja eigentlich die, das Zeug denn da schon ankommen. Ist hier irgendwas wohl damit dazwischen? Doch zu schon gewesen. Na gut. Night Solar. Vielleicht sollten wir uns auch davon immer so ein kleines Werk irgendwo mal hinstellen, dass wir da immer so ein paar Anbieterkisten dann später haben, damit wir dann, wenn wir sowas brauchen, es einfach anfordern können. Aber. Sollten wir hoffentlich nicht in die Verlegenheit kommen, dass wir sowas anfordern müssten. So, machen wir erstmal da noch ein bisschen was von mitnehmen, damit wir dann mit mal nicht da in einen negativen, in eine negative Bilanz laufen. Wo ist hier Nate Solder? Da ist Nate Solder. Das mal her hier. Und geht unsere Lokomotive. Und ein bisschen F. Dann müsste doch irgendwann das hier wieder gehen. Okay. Jetzt sind es die Transistoren, die uns fehlen. Okay. Die sind ja erst in Bergen hier hinten. Aber wir können ja mal gucken. Vielleicht habe ich hier unten noch welche. Nee, ne? Da haben wir alle aufgebraucht jetzt. Transistoren haben wir keine mehr. Gut, dann müssen wir jetzt da reinkommen, dass wir Transistoren bauen können. Theoretisch müsste das doch eigentlich schon laufen können, oder? Ah, dann brauchen wir wohl Strom. Das braucht ja bloß Strom hier, das ganze Konstrukt. Und dann müsste das ja hier schon arbeiten. Ja, dann wollen wir doch mal gucken hier. Dann stellen wir doch mal hier einen hin. Zack. Und dann stellen wir da noch einen hin. Zack. Und schwubbeli, wubbeli, bub. So, dann haben wir hier eine anständige Produktion. Von dem Material. Da geht ja was. Da sagt noch einer, wir hätten keine Produktionskapazitäten für irgendwas. So, warte mal, dann kann ich hier nochmal ganz kurz einmal das Förderband leer saugen. So. Und dann kann ich wieder vier Fabriken machen und dann kann ich hier nochmal mich aufs Förderband stellen.
Mir her den Scheiß. So, nochmal 3 Fabriken. Dann haben wir erstmal noch wieder ein paar Fabriken in der Queue. Schön. So, dann haben wir da oben unsere Lok. Ah, jetzt können wir das Material, das die Flüssigkeit holen. Da werden wir uns jetzt hier oben dran stellen. Dann müssen wir die Lok bloß in der richtige Richtung draufstellen. Sonst gibt es gleich Probleme. Und Probleme ist das, was wir aber so schon genügend haben. Da brauchen wir nicht noch welche extra von. Um das mal höflich auszudrücken. So. Also auf dem Band nach unten stelle ich die Lok jetzt einfach drauf. Habe ich was zum Verbrennen dabei? Warte mal. Jetzt schon. Naja, weiß nicht, ob 7 Kohlen reichen. Nehmen wir noch ein paar mehr mit. So. Wir brauchen eine Lokomotive. Dann bin ich schön. Wir brauchen einen Waggon. Kesselwagen, ja. Du kriegst Haltestelle hinzufügen. Ja, Moment. Haltestelle hinzufügen. Laden, Zinn, Bronze. Nee. Wie heißt die? Backsteinplastebretter. Beladen. Was? So, wartet für eine Zeit vergangen. 30 Sekunden. So. Da sollst du hinfahren. Dann müsstest du B-Pump werden. Und dann musst du zu Entladen Bus 1 hin. Und da bitte auch Zeit vergangen, 30 Sekunden. Oh, Brennstoff gebe ich dir mal. Einsteigen tue ich mal. Und dann machen wir mal automatisch. So, und dann fahren wir doch mal mit. Und dann müsste das jetzt eigentlich ganz gut funktionieren. Die müsste jetzt eigentlich hier durchrauschen. Da hinfahren. Bepumpt werden. 30 Sekunden lang. Oh, da geht einiges rein, ne? 38.000 Liter sind jetzt nicht ganz so wenig. Oh, wird sogar voll. Sehr schön. So. Dann ist er voll. Kreist er hier rum. Ist nach da oben. Und darum fährt da rein, muss dann hier warten auf den anderen Zug. Na, hier wird immer ein Zug stehen demnächst beim Warten. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr rauskriegen. So. Aber es ist dann halt mal so. Der hat schon mal ein bisschen Stahl geliefert. Wir müssen mal wieder Förderbänder runternehmen. Also in die Förderbandproduktion an, ist ein Stahl, der da reingeht, so viel produzieren wir im Leben nicht, ne? Naja. Aber das kriegen wir alles noch schöner und größer und besser. Aber da haben wir dann noch ein paar andere Sachen für, damit wir das sauber hinkriegen. Leider. Aber so ist es halt. So, jetzt ist er da raus. Dann fährt er jetzt hier ran. Zack. Und jetzt müssten sich dort 2 connecten, 2 Pumpen. Und jetzt müsste das Ferric Zeug, was wir dann oben gleich für die Produktion brauchen, da sein. Hier läuft es ein bisschen im Tank rein. Und der Rest läuft in die Leitung rein. Sehr schön. Gut. Sehr, sehr gut. So. Das heißt also, dass wir jetzt alle Materialien da haben, die wir brauchen. Hoffe ich zumindest. So, ich gehe mal da drauf. Darauf laufe ich ein bisschen schneller. Und dann müsste das jetzt auch ganz smooth weitergehen. Das heißt, also jetzt müssen wir bloß noch ein paar blaue Fabriken machen, damit wir dann irgendwann genügend Materialien immer gleichzeitig zur Verfügung haben, dass wir dann auch die blauen Fabriken auch wirklich produzieren können. So, hier muss ich nochmal einen Förderband länger machen. Weil das brauchen wir gleich hier. Das Material. So. Sehr schön. So, also jetzt geht's los. Jetzt bauen wir die nächsten Fabriken auf. Und zwar bauen wir die auf, die uns die roten Chips macht. Diese hier, da brauchen wir 27 von den Dingern. 7 und 2. Und die Frage ist, wie kriege ich an so einem blauen Ding diese Flüssigkeit ran? Habe ich noch eine blaue Fabrik in der Tasche zufällig? Dass wir diese Frage schon mal klären können. So.
Vier Rohstoffe müssen daran, also wir müssen sowieso den Aufbau nehmen, aber ich gucke erstmal, wie geht das denn überhaupt? Kann ich das denn da machen? Was kann ich da machen? Und dann kriegt er da an der Ecke, kriegt er so einen. Ach, Cookie, ist das niedlich. Das ist natürlich gar nicht mal so niedlich, weil, ah ja, okay, dann dürfen wir die nicht so zusammenstellen. Ah ja, da brauchen wir wieder ein neues Muster. Wir brauchen ein neues Muster. So, dann müssen wir nämlich jetzt den hier noch nehmen. Warte mal, müssen wir die Höhe, warte mal, wie viel produzieren wir da? Die Höhe können wir eigentlich so lassen, ne? 12 Bretter davon machen, okay, das ist nicht weiter schlimm. Also, jetzt müssen wir die Höhe einmal messen. Und dann müssen wir neue Muster machen. Wir machen hier erstmal ein Strommast dazwischen. Ich hätte immer ein Strommast dazwischen Platz lassen müssen, ne? Das wäre cool gewesen, weil dann hätte das hier alles schon ein bisschen besser ausgesehen, aber naja, gut. Ich hatte auch wirklich nicht damit gerechnet, dass ich so viel Sand habe, dass ich diesen Ausbau hier, dass ich den so weit nach hinten kriege. Hätte ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen, aber habe ich geschafft. So, so, dann ist das nämlich unsere Grenze hier, dass da nämlich dann der nächste Mast hinkommt und dann ist das gut. So, dann ist das hier oben drauf angesetzt. Da fangen wir an mit der Fabrik. So, da fangen wir an mit der Fabrik und dann müssen wir die jetzt hier so setzen und so setzen. Und dann brauchen wir da den Platz von dem anderen. So, hier muss dann also quasi ein Rohr durch. Rohr, 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 Rohr. Unterirdisch dahin. So, und das muss dann unterirdisch in die Höhe gehen. Da brauchen wir den für, ne? Das brauchen wir jetzt 28 Mal. Also diese Produktionsstraße hier, die ist wirklich, das ist wirklich... Die ist lang. So. Okay, dann brauchst du einen Einleger von der Seite, einen von der Seite. Und zwei von oben. So. Zwei von oben, einen von der Seite, einen von der Seite. So, und dann brauchst du einen, der hier rauslegt, einen, der da rauslegt. So. Gut, das heißt, du brauchst jetzt mindestens hier denn einen Förderband und hier ein Förderband davor. Das Material, was wir von oben brauchen, legen wir dann da drauf. Ja? Das machen wir einfach. So. So. Dann brauchen wir hier ein Förderband und hier ein Förderband durch. Mit jeweils einem Material. So, dann müssen wir noch gucken, welches Material wir wo nehmen. So. Natürlich auch ungünstig, aber was willst du machen? Warte mal. Dann nehmen wir dann das Rote mal ganz kurz. So. So. Ah, blöd. Na, ist egal. So. Gut. So, das heißt, hier ist jetzt das Zeug. Jetzt brauche ich hier diese Chips. Dann drehe ich die Fabrik so hin, dass die da steht. Diese Chips will ich hier machen. So, dann drehe ich die Fabrik so lang hin. So, von unten brauche ich nur die Bretter. Oder was brauche ich noch alles? Ich brauche Kupfer, ich brauche Zinn. Das kommt beides von oben. Was brauche ich am meisten? Ich brauche alles hier einmal. Also das ist okay. So, also Kupferzinn, das kommt von oben, das kommt hier rein. Muss das denn nochmal woanders verarbeitet werden? Nein, das hat hier sozusagen das Ende erreicht, seiner Leitung. Okay, das ist dann, eine Leitung geht dann hier so lang. Mit einem Material. Über die ganze Breite. So, hier ist ja dann das Rohr wieder, warte mal. Irgendwie habe ich das hier falsch rumgesetzt, glaube ich. Achso, das hätte ich einfach bloß drehen können, ne? So. Ja, so chaotisch sieht das eigentlich gar nicht mehr aus, ne? So. 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 So, den da reingesetzt. Dann brauchen wir jetzt hier... Förderband. Förderband. Relevant. Relevant. Habe ich keins mehr. Hol ich mir. Sieht interessant aus, ne? Sehr interessantes Konstrukt. Aber es ist erstmal nicht weiter schlimm. So. Nehmen wir mal hier ein bisschen Förderbänder mit. Dann werden wir wieder ein bisschen Stahl verbrauchen. Immer gut sowas, wenn wir Stahl verbrauchen. Kurbelt die Wirtschaft an.
So. Dann brauchen wir jetzt natürlich noch Strommasten hier dran. Dann sind die genau auf der falschen Höhe hier. Okay. Das passt schon mal. Ja, das passt also. Also muss hier mal ein Mast hin. Da muss immer der Mast hin. So, dann müssen jetzt die mal ganz kurz so gestellt werden, dass die da schon abgreifen. Oder da erst abgreifen. Schon wieder voll gemüllt. So. Okay, dann muss quasi ein Material von oben da dran. Ein Material von oben kann dann hier noch ran. Und hier kommt das von unten dran. Warte mal, nee. Das muss hier geteilt werden. Moment. Das können wir hier so teilen, was noch von oben kommt. Und das muss dann quasi einmal hier runter und dann daran. Und hier muss der Teiler dann hierhin, dass das dann sauber geteilt wird. Dass da drauf läuft. Und dass da drauf läuft. So. Und dann müssten wir alle Eingänge haben, die wir brauchen, ne? So, heißt also, hier muss quasi dieses Brett dran. Hier kommt dieses Brett dran. Und hier kommt das Material ran. So. Und ihr macht dann die Platinen hier. Und wenn ich da jetzt Strom drauf gebe, sollte das schon mal funktionieren. Kann das sein? So, dann müssen wir jetzt noch eine Stelle finden für die Lampignons. Eine unterschlüssige Stelle. So, da. Und da. Und jetzt muss ich hier nur mal ganz kurz so. So. Ah ja, und die muss ich noch auf Langzeitzugriff. So. Und schon kommen hier rote Töne. Sehr schön. Diese Chips produzieren wir jetzt auch schon vollautomatisch. Das muss jetzt nur dieses Stück hier, müssen wir nur ungefähr 7-mal bauen. Naja. Kriegen wir hin, würde ich sagen. So. Das werden wir jetzt erstmal geistermäßig soweit aufbauen, damit ich nämlich mit den paar Fabriken, die ich habe, mir schon noch die anderen roten Chips bestücken lassen kann hinten und ganz hinten eventuell nur eine Fabrik schon habe, die mir die roten Chips macht. Also wir bauen jetzt erstmal geistermäßig alles noch auf, was wir brauchen. Ist ja nicht mehr allzu viel. Und dann geht's weiter. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Nee, gerade da habe ich Lampen vergessen. Na egal, kriegen wir hin.